deutschen Teams kloppen sich auf die Nase. Die Hasagis sind richtig wild drauf, da die sind heiß so zu zeigen, ob genau, sie besser sind aus. Oder nicht. Und wir starten. Direkt Miss Hit. Ja, das komisch aussehenden Schlagarm, aber den er immer so schön da nach oben bekommt. Gerade Ellenbogen im Stefan Burmanns sehr, sehr gut gemacht als Interimspartner. Definitiv. Clemens direkt mit Problemen, aber guter Pass noch. Boah, versucht er da oben an die Finger was zu gehen, aber Steven so hoch. Oh, der Pass ist nicht gut. Clemens mit der Kappe auf Hellbach. Ist mir noch ein bisschen zart mit seiner Stimme. Am frühen Mittag hier. Oh, harte Arbeit wieder, der Center Call. Ja, schlau oben an die Finger. Und aber der war nicht so schlau. Da und guckt auch einmal rüber. Bam, wie der Turbo-Song, Alter. Bam, Junge. Weil da kannst du Nils schon kriegen, auch gerade wenn du jetzt nicht ein Sprungzuspieler bist. Oh, sneaky. Ja, leicht unsauberer Kontakt bei Clemens, deine Annahme. Aber Line-Shot. Clemens gibt Gas. Ja, das sind auch nur Dinge, über die du dich beschwerst bei Clemens. Auch schon in den vorherigen Spielen haben sie da ein paar Asse gefangen. Jetzt könntest du das erste Mal scheppern. Aber Nils hoch genug. Richtig guter Block-Touch. Da ist jetzt halt mal ein Blocker, der da auch auf der Höhe mitspielt, ne? Natürlich nicht. Okay. Natürlich nicht. Wobei Peter diesen One-Handed-Schmiss da drauf und antwortet und schreibt dann einen drauf. Abzumachen. Die Kombi ist es. Die Kombi ist es, genau. Der ist dicht. Den muss er haben eigentlich. Ist dann die Frage. International sehr guten Abwehrspieler haben solltest. Also ich würde sagen, Erik Stadi ist ein besserer Abwehrspieler. So der erste, ich meine der Weltmeistertitel da 2013, so der erste Prototyp von einfach diesem hart-hittenden Side-Out-Abwehrspieler. Gutes Zuspiel. Ja. Aber dann haben wir schon einen sehr, sehr guten Abwehrspieler auch in Niederlande. Ja. Vielleicht ist mit ein paar guten Ergebnissen schaffen. Ja. Also wenn du da einen raushaust, ne, denk mal nochmal an hier die WM in Rom. Hätte vorher gesagt, dass Renato Vito Felipe da irgendwie so... Boah! Oh, wow, Clemens. Und der Lammet hier. Also ich verstehe die Frage und Clemens ist sowas zuzutrauen. Aber in dem Fall... Schwierig. I guess not. Geiler Hit. Stark. Gut, aus der Position dann den Winkel noch zu schlagen, da kann man auch mal den Hut ziehen. Schön ruhiges Zuspiel. Der muss. Oh, das wird ein geiles Duell, ja. Oh. Aber er ist stabil. Muss nee, ich ihn mal fragen im Interview. Ja, und bei seiner Größe kann er sich das halt auch wirklich erlauben, da oben so Sideout kriegen und auch verkacken. Ja. Ja, und das ist ja auch das Schöne am Perspektivwechsel auf einmal. Ah, schlau. Papa und Mama zu sein. Regentreiber, das ist der Wahnsinn. Ich trinke ja eine Dose und ich muss so doll. Nächstes schwieriges Sideout. Gute Lösung. Testen und schauen, was passiert. Ja, aber das haben sie auch noch hier im Petto. Machen die Netherlands. Also schnell mal rein. Gucken wir, ob Nils jetzt da seine Linie auspackt. Ja, trifft er nicht. Ja, ein Ass. Ah, schick. Den einfach diagonal haut. Also was er halt schafft, ist, dass er immer voll ausspringt. Ne? Dort gibt es da ein, zwei Kandidaten. So ein schönes Zuspiel eigentlich, ne? Ja. Guter Anwurf. Bisschen mal weg. Aus. Und an die Antenne. Extrem stark. Und Nils macht's. Tauben? Gut. Die fliegen hier echt gefährlich rüber. Nils auch präsent einfach, ne? Ah, schade, 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 schade. So, der Satz wird's nicht mehr werden. Und der ist. Drückduell im Stand. Da hat er einmal eine Kuhle übersehen, auf jeden Fall. Ich fand, dafür war der echt. Dafür ging der echt klar noch, der Kontakt von Steven. Alter, verwindet es diesen Pass. Wow. Die hatten halt die WM. Die WM? Die Heim-WM. Ja, aber sonst? Aber auch viele Ausreißer nach unten, muss man auch sagen. Ja, aber waren sie... Ich bin auch biased, aber Tommy ist ein wahnsinnig guter Trainer. Wer was anderes behauptet, erzählt einfach Unfug. Okay, Clemens. Bewegen und... in Wallung bringen. So, der hat jetzt Zugriff hier. Ah, oh, schade, schade, schade. Okay, Wechsel auf Clemens. Zu spät dicht. Touch. Ja. Der reicht. Und der reicht. Ich glaube einfach, dass der Abwehrtouch von Matthew nicht so gut war. Okay. Svenny, ich bin bei dir. Ich habe das auch gesehen, aber aus der Replay, glaube ich, war der richtig weit weg. Okay. Das sind diese Gene in diesem Kind. Also, hohe Erwartung an Harvey, wirklich. Aus. Und wir haben Satzball gewuppt, aber jetzt wird es sehr schwer. Ja, der wird nichts. Boah, ist der stark.
Thomas dotet. Wirklich. Den Challenges sehr moderat unterwegs. Also die meisten Teams hätten da irgendwie eine Prinzip-Challenge. Elites auch fast nie. Mhm. Also weil es einfach so viel kostet. Wir lösen viel zu wenig auf. Aber erstmal Crunch-Time. Oh, knapp ins Aus. Easy Annahme, Clemens. Geht er über dicht. Kopf. Ja, ging. Ah. Fallen. So, Annahme ist gut. Geht über außen. Nutzt die Höhe aus. Von der Höhe. So, jetzt trifft er mal einen Aufschlag. Sehr gut. Ah, wenn man noch in die Linie springt. Boah, ist der Aufschlag gut. Zimmert. Die ganzen Aufschläge gehen auf Clemens gerade. Und dann das nicht komplett wach da auf den Aufschlag. Ich fix mal kurz unsere Kameras, Venny. Mach das. Ja, das ist Elas. Aufschlag läuft besser jetzt. Naja, nicht gegen Clemens, aber was sollst du machen? Boah. Ja, schön Ruhe. Dann verläuft sich Matthew ein bisschen. Punkt ist Punkt. Ja. Und der Arm läuft jetzt. Boah, ist das eine schöne Höhe. Also muss er ja auch nicht. Nee. Ist ja sein Privileg, dass er dann immer so schön stabil fast nur ein bisschen anhüpfen muss. Ah, aber manchmal bei Clemens dann. Das ist knapp aus. Kann man auch mal gucken. Also Steven hat fast jeden gemacht nach seinem 1-6 Fehlstart. Also 1-6 ist er gegangen. Also da werden sie sich jetzt auf jeden Fall viele Fehlaufschläge. Satz, seitdem du weg warst, haben sie besser aufgeschlagen. Auch die Woche nach der German Beach Tour ist immer heftig. Und auswerten, warum die Challenge so viel schlechter läuft als im letzten Jahr. Weil aber technisch ist eigentlich... Also es kann, sind doch die gleichen Bilder. Eigentlich schon. Deswegen, da müssen wir ran. Aber Stand jetzt, also kann ich auch sagen, Tourstart nicht so getraut haben und sich so ein bisschen die Comfortzone auch haben fallen lassen mit, ja nee, sorry, bevor ich jetzt hier mutig irgendwas entscheide, kann ich im Zweifel sagen, 5 Stunden auf die stille Treppe. 5 Stunden? Oh, ich habe den falschen genommen. Kann meiner Basti Fantast nehmen und den anderen hier End-Timeouten. Aber in Bremen, da gebe ich euch recht, ja, läuft die Challenge bisher richtig. Oh, ja, wow. So scheiße, das war einfach, das war keine Kritik, das war einfach nur... Wenn man irgendeinen Vorschlag bringt, glaube ich... Unreflektiertes Meckern. Oh. Ah, konstruktive Kritik ist natürlich immer erlaubt. So, jetzt knallt es auch. Geil. Ja. Korrigieren, ich bin mir sehr sicher, dass es 17-13 war. Perfekte Annahme. Schön. Oben rauf, ja. Ja. Aber Steven van der Velde ist schon... Ah, ja, Nils, so! Dann das selber eine Schelle austeilen. Komm, Nils. Ja. Das ist auch so ein wieder ein guter Sport. Aufschlag da. Boah, der ist schwierig. Ja. Sehr hyped sind, wenn die internationalen Gäste am Start sind. Ja, da war der Anruf nicht so gut. Irgendwann mal, wenn es vielleicht mal passt, mal so ein Team wie Molsorum auch mal am Start zu haben bei der German Beach Tour. Wie geil wäre das denn? Wäre krank. Ja. Arman Hellwig, warum nicht? Wenn es reinpasst irgendwie. Mhm. Ja. Können wir gerne in Hamburg sprechen. Abgelehnt. Keine Zeit. Kein schönes Zuspiel. Schlägt auch früh ab, ne? Geiler Aufschlag. Geister. Linie, der Nils Ehlers Killer-Aufschlag. Führung ist wieder da. Auch gut. Aus. Oh ne. Ich dachte, er wäre an der Antenne. Schön anpassen. Ja. Jetzt ist er aber mal komplett. Nils ist locked in. Los, Maglek. So gehen. Frigante. Oh. Einfach draufbleiben. Ja, kann er. Stark. Ah, den macht er aber. Okay. Das war nicht selbstverständlich. Nee. Oh, ganz softer Ding Dates. Clemens, weiter geht's mit gutem Aufschlag. Eine gute Lösung. Boah, Alter, er fängt an aufzuschlagen. Beat drauf, dem Hybrid. Guter natürlich auf. Ist guter es lucky, Pass. Es ist trotzdem geil aufgelöst. Ja, aber der ist so schwer abzuwehren. Da musst du, wenn, als Blocker darauf gehen. Weil den kannst du lesen. Reingecued in die Fortnite-Lobby. Ja, das jetzt kurz. Ja. Guck mal. Ich hätte super Annahme. Pass steht auch. Ja, der Schlag ist auch wieder oben. Oh, Übertritt? Ja, ist gegen die Linie gesprungen. Okay. Oh, der Verkleid da. Ach, schönes Zuspiel. Schön. Ja, schön. Erster Line-Shot. Guter Aufschlag von Steve. War geiler Annahme auch. Den macht er auch. Ja. So, wenn Clemens jetzt auch noch ein bisschen aufdrehen kann im dritten Satz. Ja, aber. Aus, ja. Dann wird es richtig schwer für alle Teams, wenn die beiden treffen. Wieder schwierig.
Ja, zweiter Misset. Ja. Clemens bleibt drauf. Wetter waren es eigentlich genug, sie haben sich nur zu viele gefressen. Geiles zu spielen. Situation zu provozieren. Kann ich jetzt leider nicht gesehen, machen. Er wollte, dass Momme Lorenz seinen VIP-Status verliert. Also Momme kann ich nicht rausschmeißen. Momme ist zu treu hier im Chat, ist geil. Ja, sehr, sehr, sehr gut da sein, dass du den halt blockst. Seitdem finde ich das Verhältnis auch richtig. Ja, der reicht nicht. Nicht annähernd kurz genug. Oh, der geht trotzdem in den Rücken. Ja, war ja noch sogar innerhalb. Schön. Ja, sie treffen. Wollte schon sagen, ey. Auch geblockt hat. Jetzt sammelt er sich da mal einen ein. Springt zurück in die Linie. Boah, ist das ein Hit. Ich finde auch das Meme von Lukas immer noch so geil aus der Trophy. Ja, von ja, das stimmt. Hab ich auch 0% verstanden. Ja. Ja, bisschen Friedenstaube. Jetzt die harte hat es ja eigentlich auch größtenteils funktioniert. Übertritt? Ja, war auch auf jeden Fall. Linie dick gewackelt. Muss nicht immer was heißen. An die Antenne. Okay, Topspin von Matthew. Erste Mal. Mit viel Wirkung. Ja, das ist so schön. Nächster Fehler oben drauf. Nicht mehr abgewöhnen. Guter Punkt. Guter Aufschlag. Oh nein. Nasenbluten. Ein bisschen sehr ärgerlich. Ja. Was ist eigentlich? Ein bisschen zu früh. Ich habe mal in irgendeinem Training mit einem Dutchie zusammengespielt. Boah, ist ja eklig. Tief entspannt. Nicht so ein richtiger Aufschlag mit Überzeugung, aber gutes Placement. Die Knie gezwungen. Ja, bin wahrscheinlich in der Quali. Oh, das war... Nicht drin. Was ihr für Ansagen da habt. Lass den raushalten. Ja. Ja. Guter Kontakt. Oh, wow. Oh. Er hat selber weiter. Das geht doch nicht. Das geht eigentlich nicht. Ja. Das also, ist recht, Ernie. Was für? Ja. Das ist dann vielleicht auch wieder was anderes. Also hier auf der deutschen Tour kriegst du dann auch ein bisschen verspätet die Challenge. Auf jeden Fall eigentlich immer. Das meine ich. Clemens ballert einen raus. Jo. Leider nicht in die Schnittstelle. Und Clemens verläuft wenn sich der einmal Seite. Oh, das hätte richtig böse ausgehen können. Ne? Vor allem mit der Brille. Hätte ein ordentlicher Cut werden können. Nein. Oh mein Gott. Das ist das heftigste Drückduell, was ich vielleicht je in meinem Leben gesehen habe. Nils Fettfinger komplett, wie hoch ist denn Clemens da? Wickler? Er hat. Er hatte so Rücken. Und jetzt Block, komm. Aus. Fehler. Elas Wickler im Finale. Platz 3 für unsere Dutch Wildcard. Claps. Geiles Spiel, geile Show. Es ist die NBO.